Wildmenschenkanal. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatte jeder Mann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber hatte es die Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie dem Kinde alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so gut stand und es gar nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen. Eines Tages sprach Rotkäppchens Mutter: Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du hin und zerbrichst das Glas. Ja, Mutter, ich will schon Acht geben. Und wenn du in Großmutters Stube kommst, dann vergiss nicht, guten Tag zu sagen. Nein, Mutter, ich will schon alles gut machen. So geh, mein Rotkäppchen. Die Großmutter wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf entfernt. Als nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich auch gar nicht vor ihm. Der Wolf grüßte: Guten Tag, Rotkäppchen. Wo hinaus so früh? Zur Großmutter. Was trägst du denn da unter der Schürze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken und da soll die kranke Großmutter sich damit stärken. Wo wohnt denn deine Großmutter, Rotkäppchen? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Der Wolf dachte, das junge, zarte Ding ist ein fetter Bissen. Der wird mir noch besser schmecken als die alte Großmutter. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her und sagte: Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die hier ringsum stehen. Und hörst du, wie die Vöglein so lieblich singen? Ja, lieber Wolf. Nun leb wohl, Rotkäppchen. Leb wohl, Wolf. Rotkäppchen sah, dass alles voll schöner Blumen stand und sprach so vor sich hin: Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird dir auch Freude machen. Es ist ja noch früh am Tage, dass ich schon zu rechter Zeit ankomme. Der Wolf aber ging geradenwegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Die Großmutter rief: Wer ist draußen? Rotkäppchen, es bringt Kuchen und Wein. Mach auf! Drück nur auf die Klinke, Rotkäppchen. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er lief, ohne ein Wort zu sprechen, zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Als Rotkäppchen so viel Blumen gepflückt hatte, dass es keine mehr tragen konnte, machte es sich auf den Weg zur Großmutter. Es wunderte sich, dass die Tür offen stand, und wie es in die Stube trat, da kam es ihm so seltsam darin vor. Es war ihm ganz ängstlich zumute. Es rief: Guten Morgen, Großmutter. Rotkäppchen bekam aber keine Antwort. Da ging es zum Bett und zog die Vorhänge auseinander. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Da fragte Rotkäppchen: Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Dann legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing laut an zu schnarchen. Der Jäger ging eben an Großmutters Hause vorbei und sprach zu sich selbst: Wie merkwürdig die alte Frau schnarcht. Ich will hineingehen und sehen, ob ihr etwas fehlt. Dann trat er in die Stube und wie er an das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Finde ich dich endlich, du alter Sünder! Ich habe dich lange genug gesucht. Nun wollte er seine Büchse anlegen,
Da fiel ihm aber ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem Wolf seinen Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er schon das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus. Ach, wie war es so dunkel in dem Wolf seinem Leib. Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus. Der Jäger holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und als er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und tot umfiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen mitgebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber sagte, ich will meinem Lebtage nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn mir es die Mutter verboten hat. Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen und die Katze musste die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte nur den Kater. Weiter blieb für ihn nichts übrig. Da war er sehr traurig und sprach zu sich selbst, ich habe es doch am allerschlimmsten gekriegt. Mein ältester Bruder kann mahlen, mein Zweiter auf seinem Esel reiten, aber was kann ich mit dem Kater anfangen? Lass für mich ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein. Der Müllerssohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, und weil eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ seinem Kater ein paar Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog der Kater sie an, nahm einen Sack, tat etwas Korn hinein, oben machte er eine Schnur daran, damit man ihn zuziehen konnte, dann warf er den Sack über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Dazumal regierte ein König in dem Land, der aß die Rebhühner so gern. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater. Als er nun in den Wald kam, tat er den Sack auf, breitete das Korn auseinander. Bald kamen auch die Rebhühner gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl darinnen war, zog der Kater den Sack zu, dann ging er geradenwegs zu des Königs Schloss. Als der Kater vor den König kam, machte er eine Reverenz und sagte, mein Herr, der Graf lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm diese Rebhühner. Oh, das ist ja wundervoll. Hofmeister! Tut dem Kater so viel Gold aus meiner Schatzkammer in den Sack, als er tragen kann. Der arme Müllerssohn aber saß zu Hause am Fenster. Da trat der Kater in die Stube, schüttete das Gold vor den Müllerssohn hin und sagte, da hast du etwas für die Stiefel. Der König lässt dich grüßen und dir viel Dank sagen. Ich habe dem König gesagt, dass du ein Graf bist. Am anderen Tag ging der Kater wieder auf die Jagd und brachte dem König nochmals einen reichen Fang. So ging es alle Tage. Er war nun beim König so beliebt, dass er im Schloss ein- und ausgehen durfte und überall herumstreichen, wo er nur wollte. Einmal, da hörte er den Kutscher fluchen. Ich wünschte, dass der König und die Prinzessin beim Henker wären. Ich wollte jetzt einmal ins Wirtshaus gehen zum Wein- und Kartenspiel. Nun soll ich die beiden an den See spazieren fahren. Wie der Kater das hörte, schlich er schnell nach Haus und sprach zu seinem Herrn. Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade dich darin. Der Müllerssohn zog sich am See aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider und versteckte sie. Da kam der König und die Prinzessin schon dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach,
Allergnädigster Herr König, mein Herr hat sich hier im See gebadet. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm seine Kleider gestohlen. Wie der König das hörte, ließ er die Kutsche halten und einer von seinen Dienern musste zum Schloss eilen und von des Königs Kleidern holen. Der Herr Graf zog nun die prächtigsten Kleider an und musste sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht böse darüber, denn der junge Graf gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo Leute Heu machten. Er fragte, wem gehört die Wiese? Dem großen Zauberer! Dem großen Zauberer! Hört! Der König wird jetzt hier vorüberfahren. Und wenn er fragt, wem die Wiese gehört, so antwortet ihm, dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr alle totgeschlagen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, wo Leute das Korn schnitten. Dort machte er es ebenso wie bei der Wiese. Endlich kam er in einen prächtigen Wald, der ebenfalls dem großen Zauberer gehörte, wie die Holzfäller sagten. Und der Kater machte es wieder so, ging noch weiter und kam bald an des Zauberers Schloss. Trat keck hinein und sagte zum Zauberer, ich habe gehört, du könntest dich in jedes Tier verwandeln, aber dass du dich auch in einen Elefanten verwandeln kannst, das scheint mir ganz unmöglich. Das ist für mich eine Kleinigkeit. Tatsächlich, das ist ja wundervoll. Aber auch in einen Löwen? Das wirst du gleich sehen. Oh, das ist ja wunderbar. Aber noch mehr wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tierchen wie eine Maus verwandeln könntest. Oh ja, mein lieber Kater, das kann ich auch. Und schon war er in eine Maus verwandelt und sprang im Zimmer herum. Der Kater sofort hinter der Maus her, fing sie und fraß sie auf. Der König war inzwischen mit seiner Tochter und dem Grafen weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört die Wiese und das Heu? Den Herrn Grafen. Oh, wem gehört denn dieses reiche Kornfeld? Dem Herrn Grafen. Ah, wem gehört denn dieser herrliche Wald und das Holz, das ihr fällt? Dem Herrn Grafen. Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich habe keinen so prächtigen Wald. Endlich kamen sie an das Schloss des Zauberers. Herr König! Hier ist das Schloss meines Herrn, des Grafen, den die Ehre ihres Besuches sein Leben lang glücklich machen wird. Alle stiegen aus. Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König nach einigen Jahren starb, ward er selbst König des Landes und der Kater sein erster Minister.